Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute nehmen wir euch mit auf eine Rundreise mit dem Roller und unser Startpunkt war unser Hotel in San Agustin, sind dann zum Mirador Astronomico gefahren, weiter nach Fataga, hin nach Santa Lucia und zu guter Letzt noch nach Vecindario zum Shoppen und zum Essen gefahren ins Atlantico Center und dann wieder zurück ins Hotel. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zusehen. Wenn man von San Fernando Richtung Fataga fährt, über die GC60, kommt man automatisch an diesem tollen Aussichtspunkt vorbei. Hier lohnt es sich auf jeden Fall einmal kurz Halt zu machen und die Schluchten sich anzuschauen und wirklich dieses Feeling eines Grand Canyons zu genießen. Von Playa del Ingles aus fährt man gerade einmal 16 Minuten bis zu diesem wunderschönen Aussichtspunkt. So, nun noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen und dann auf den Roller und weiter Richtung Fataga. In Fataga angekommen, wird man direkt von einem tollen historischen Ortskern begrüßt. Gleichzeitig gibt es hier alte, schmale Straßen mit Natursteinpflastern und viele im Originalzustand erhaltene kanarische Häuser. Also uns hat dieser Flair von diesem Örtchen direkt mitgerissen. Wir empfehlen euch unbedingt hier einen Stopp zu machen und gleichzeitig gibt es auch noch ein Restaurant, in dem man toll essen kann. Nach etlichen Serpentinen, die sich bergauf, bergab schlängeln, sind wir nun in Santa Lucia angekommen und werden mit diesem Dorfplatz belohnt. Auch hier waren wir von dieser grünen Oase, die uns empfangen hat, völlig beeindruckt. Zugleich ist das Klima und die Sauberkeit dieses Ortes wirklich zu erwähnen. Wir waren völlig beeindruckt, was uns hier erwartet hat. Und die wahre Schönheit der Kanaren liegt eben oftmals auch im Hinterland und nicht nur an den Stränden. Das konnten wir eindeutig feststellen. Und natürlich haben wir auch hier nochmal unsere Drohne für euch extra in die Luft geschickt, um diese beeindruckenden Aufnahmen für euch zu machen.
Natürlich gibt es in Santa Lucia als auch in Fataga auch touristische Vermietungen. Also wer hier länger verweilen möchte oder vielleicht auch die Wanderwege rund um die Ortschaften erkunden möchte, hat da auch die Möglichkeit zu übernachten. Hier seht ihr nun das Atlantico Shopping Center. Dieses ist zweistöckig, ist klimatisiert und hat eine Fülle von Läden zur Auswahl. Das Shopping Center lässt sich auch bequem innerhalb von wenigen Minuten mit dem normalen Linienbus erreichen. Ja, übrigens gibt es hier auch einen großen Carrefour und in diesem gibt es eine riesengroße Frischfischtheke. Die solltet ihr euch auch unbedingt mal anschauen. Zu guter Letzt haben wir natürlich auch wieder ein paar Fotos für euch aufbereitet. Viel mehr davon findet ihr übrigens auf unserem Instagram-Kanal. Natürlich möchten wir uns nun auch noch bei euch bedanken für euren Support. Lasst uns gerne auch noch einen Kommentar da. Wir freuen uns immer über Feedback.